Meine Freunde, heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute werde ich das erste Mal Wette kotieren und es ist alles bereit und die erste Bahn bin ich schon gefahren. Also, dann nehme ich euch mit und viel Spaß bei diesem Video. Heute dreht sich einfach alles ums Vertikutieren. Ihr seht, die Power bin ich noch ein bisschen am Kämpfen und wir haben so Gräser, die einfach verkehrt rum wachsen und wir sehen, diese harten Stängel von der Power sind noch da und etc. Und ich versuche jetzt, dadurch, dass die Power sehr flache Wurzeln haben, versuche ich jetzt mit dem Vertikutieren einfach mal alles rauszuholen, was einfach geht. Es ist eigentlich ganz cool. Ja, ich habe jetzt meinen Vertikutierer eingestellt. Also wichtig, heute dreht sich alles ums Vertikutieren. Ich drehe einfach mal meinen Vertikutierer einfach um. Das kann man machen, wenn man einen Elektro-Vertikutierer hat. Also ihr seht, wir haben Messer, ja, die einfach diesen ganzen Müll rausziehen, ja, und die Oberfläche einfach ankratzen. Ja. Und man sieht es richtig cool, man muss es wirklich sagen. Also er holt schon viel Material raus. Also es ist abartig, was er da rausholt. Und ich versuche einfach mehr Luft in den Boden zu kriegen. Ja. Einfach diese Filzschicht ein bisschen durchzukriegen, ja, anzuritzen, mehr Luft reinzukriegen. Und jetzt das Wetter passt. Ja, es hat tagelang geregnet und es ist einfach geil. Ja. Wir sind mitten in der Saison, wir sind in der Wachstumsphase vom Rasen, deswegen passt es richtig cool, ja, dass wir heute vertikutieren können. Also richtig geil. Ich habe das Messer, ich ritze so etwa 2 mm in den Boden ein und gucke, dass ich einfach diese ganzen Halme, die umgeklappt sind und etc. einfach wegkriege und rauskriege. Und das mache ich mit dem Teil. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie ich mit dem Husqvarna ein bisschen vertikutiere auf dieser Fläche hier. Also viel Spaß! Thank you.
Also, ihr seht es genau, ich habe diese ganze Fläche innerhalb von 10 Minuten einseitig, also vertikal gemacht, ja. Und ganz wichtig ist auch da, immer horizontal und vertikal einmal drüber zu fahren. Das mache ich jetzt in Ruhe und dann wird alles aufgesammelt oder zusammengerecht und nochmal mit dem Rasenmäher alles aufgesaugt, dass alles rauskommt. Also macht es wirklich so alle 2 Jahre. Jedes Jahr ist halt schon ein bisschen hardcore, aber wenn ihr seht einfach, dass eure Filzschicht einfach zu dick ist, dann macht es. Es ist einfach wichtig, damit der Boden Luft kriegt und wir die ungewünschten Gräser, wie zum Beispiel solche dicken Halme wie die hier, ja, wie die Poanua, einfach rauskriegen. Ich weiß, man greift jetzt quasi die oberste Schicht an und öffnet wieder die Poren oder den Boden für die Poren, aber ich habe einfach gemerkt, wie dicht hier der Rasen ist und wie sehr dieser Rasen hier einfach Luft braucht. Also für euch ganz wichtig, nicht zu tief einstellen, einfach drüber gehen und dann Futter geben am Ende mit Dünger. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also jetzt fahre ich noch die andere Strecke und dann hebe ich alles auf oder sammle ich alles auf und dann sehen wir uns gleich. So Freunde, ich bin Gott sei Dank fertig, aber nur hier vorne. Ihr seht, es sieht wieder aus wie früher. Ja. Klar, es sieht immer fetzereimäßig aus, aber wie gesagt, das ist jetzt mal das Ergebnis von der ganzen Arbeit heute oder der jetzigen Arbeit. Ihr seht, es ist schon krass, ja, was man da rausholt. Und ich finde einfach, man merkt so, wie er so aufatmet. Ja? Wie einfach, wenn man drüber läuft, einfach der Rasen viel luftiger ist. Ja? Aber wie gesagt, ich habe noch genug zu tun. Ja? Der Hobel steht genau noch hier. Ja? Und diese ganze Fläche hier muss ich noch zusammenbrechen, um mit dem geilen Husqvarna zusammen saugen. Aber es ist richtig geil. Das Ding hat Power, Power, Power. Also ich bereue schon mal nicht, dass ich die ganze Schose hier gekauft habe, aber richtig geiles Teil, muss ich wirklich sagen. Aber ihr wollt noch mehr Infos, also vielleicht mache ich mal ein separates Video diesbezüglich zu dem Husqvarna. Also ihr seht, ich habe noch genug zu tun, ja, hier auf meiner Rasenfläche. Ansonsten zum Thema Vertikutieren, ganz wichtig, nicht zu tief. Und dann im Vertikal und Horizontal, also im Raster durchjagen und danach schön alles zusammenrechnen und aufsaugen. Und vor allem, wenn ihr noch nicht gedüngt habt, ist jetzt die Zeit noch richtig cool zu düngen. Und dann habt ihr es, ja, und dann seid ihr schon gut gewappnet für die rasende Saison 2023. Also, vergesst nicht, hier den Kanal zu abonnieren, ja, und Liebe auf dem Kanal zu lassen. Zum Thema Vertikutieren, Lüften etc. kommt noch einiges. Ich hoffe, dass ich hier mal durchkomme, weil es ist schon krass. Man muss wirklich sagen, es ist schon viel Arbeit. Also haltet die Ohren steif, euer Uwe von Einfachrasen. Bis nächste Woche. Ciao.